öffnen heute ein neues Türchen und natürlich ist der Hopsi wieder am Start. Kommt zu mir! Hallo! Uns wird heute eine Geschichte erzählt, eine Bewegungsgeschichte, und wir machen das, was uns erzählt wird. Los geht's! Wir wollen nach draußen Schlitten fahren gehen. Dafür müssen wir uns erst warm anziehen. Eine Schneehose, eine dicke Jacke, eine Mütze, einen Schal, Handschuhe und ganz wichtig, die Stiefel nicht vergessen. Dann geht es raus. Wir schnappen uns den Schlitten und stapfen los zum Berg. Wir stapfen und stapfen. Am Schlittenberg angekommen, setzen wir uns auf unseren Schlitten und rutschen den Berg hinunter. Hui, das macht Spaß. Wenn wir unten angekommen sind, schnappen wir uns gleich wieder unseren Schlitten und müssen den steilen Berg wieder hochkriechen. Puh, das ist anstrengend. Oben angekommen, freuen wir uns wieder runterrutschen zu können. Yay! Dieses Mal nehmen wir einen anderen Weg zum Hochgehen. Der ist etwas felsiger. Da muss man klettern. Oben angekommen, rutschen wir noch einmal auf ein letztes Mal hinunter. Aber diesmal auf dem Bauch. Juhu, das macht richtig Spaß. Ein letztes Mal schleppen wir uns den steilen Berg hinauf. Jetzt ist es schon fast dunkel. Zeit, nach Hause zu gehen. Da warten leckere Kekse auf uns. Wir stapfen mühselig durch den Schnee. Sehr erschöpft kommen wir zu Hause an. Aber bevor wir ins Haus gehen können, müssen wir uns noch den ganzen Schnee von uns abschütteln. So, jetzt aber ab in die warme Stube. Jetzt haben wir uns die Kekse definitiv verdient. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!